Der Skoda Superb orientiert sich ähnlich wie der VW Passat an der Oberklasse. Ganz bewusst mit ruhigen, angenehmen, konservativen Linien. Dabei wartet der ansehnliche Tscheche mit der Neuheit Twindoor auf. Der Superb ist das erste Auto der Welt, bei dem man die Wahl zwischen Kofferraumdeckel und Heckklappe hat. Und das jeden Tag aufs Neue. Denn mit einem Griff an die Unterseite des Deckels schwingt auch das Rückfenster nach oben. Großzügig ist nicht nur das Kofferraumvolumen von 565 Liter, sondern auch der Innenraum. Allerdings ist hinten der dritte Passagier ein Stiefkind. Er hat zu wenig Schenkelauflage und muss mit einem Gebirge von Mitteltunnel vorlieb nehmen. Wer zur Oberklasse schielt, der muss auch Federungskomfort bieten. Hier verpasst der Superb die Bestnote, denn er ist straffer abgestimmt als gewünscht. Die Motoren werden in je drei Benzin- und Dieselausführungen angeboten. Der Turbolader des Superb 1.8 TSI macht dem Skoda gehörig Beine. Mit 160 PS bringt er es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 222 km pro Stunde, bei einem Durchschnittsverbrauch von 10,2 Liter Super je 100 km. Dies ist selbst für ein Kaliber wie den Superb heutzutage ein Makel. Wenigstens ist der 60-Liter-Tank auf diesen großen Durst ausgerichtet. Fazit: Positiv aufgefallen sind die innovative Heckklappe, der üppige Nutzraum und der kraftvolle Motor. Allerdings ist der Mittelplatz kaum brauchbar und schon bei geringen Unebenheiten reagiert der Superb holprig. Außerdem ist der Verbrauch von 10,2 Liter zu hoch.